schön, dass ihr jetzt alle da seid und danke für die schönen Fotos. Ich freue mich sehr, dass ihr alle den Weg jetzt nach der Demo oder auch ohne Demo zu uns gefunden habt und mit uns heute die 250 Tage Klimacamp mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge für die Tür begehen möchtet. Neben mir sitzt die Inge, die uns jetzt was über 250 Tage Klimacamp erzählen möchte und Demokratie. Und danach kommen auch Redebeiträge von unseren Besuchern aus Augsburg, von der Claire, von FFF. Und jetzt geht es so ein bisschen um den Rückblick. Wie waren die 250 Tage? Und lehnt euch nicht zurück und genießt trotzdem. Inge, du darfst. Hallo miteinander, ich bin die Inge. Also, 250 Tage Klimacamp. Seit 3. September sind wir da. Unser Motto ist, wir bleiben, bis ihr handelt. Das ist einerseits Vision, andererseits zeigt es uns den Willen, ins Handeln zu kommen. Wir meinen es ernst. Jeder von uns weiß, warum er kommt, warum sie kommt. 400 Menschen haben sich bisher aktiv beteiligt. Die eine mehr, der andere weniger. Andere 400 Menschen haben uns was zu essen gebracht, eine Decke oder Geld gespendet. Wir haben über 1000 digitale Fans. Ja, wir sind ein Symbol der Hoffnung und der Wandlung. Teilhabe, Mitbestimmung sind bei uns keine hohlen Phrasen. Wir leben sie oder üben sie zumindest. Wir sind also auch eine Demokratiebewegung, eine Demokratieermächtigung. Wir nutzen unser Recht praktisch aus. Das Versammlungsrecht. Selbstwirksamkeit ist eine befreiende Erfahrung. Wir fordern Veränderung und sind bereit, bei uns selbst anzufangen. Wir handeln gemeinsame 1,5-Grad-Ziel zu haben. Das steht über allen Unterschieden. Und da sind wir uns alle einig. Ich persönlich schätze besonders die viele Zeit, die wir miteinander verbringen. Wo gibt es das heutzutage noch? Dann den Austausch von Jung und Alt und den Kontakt mit Andersdenkenden, mit Zweiflern am Infotisch. Wir kommen raus aus unserer Blase und werden mit den normalen Bürgern konfrontiert. Das macht uns offen, vielleicht macht es uns auch bündnisfähiger. Und das Besondere im Camp ist die Wohlfühlgruppe. Ich komme aus der Gewalt. Ich wollte früher die ganze Welt retten. Dabei waren wir zum Beispiel in der Friedensbewegung gar nicht so friedlich zueinander, haben uns in den ersten Umweltgruppen ausgepowert und verheizt. Heute achten wir aufeinander und üben gewaltfreie Kommunikation. Wir wachsen und das macht mir Hoffnung. Die Lösung der Klimakrise müssen wir selbst in die Hand nehmen. Aktiv werden, ohne aktionistisch zu werden. So können wir der Ohnmacht begegnen, nur zu warten, auf die da oben zu schauen, wann, ob die endlich was fürs Klima tun und nicht nur Ziele formulieren und nichts tun. In Nürnberg sind wir nah dran am Rathaus.
am Stadtrat, an den strittigen Themen und Beschlüssen. Das abendliche Plenum, besonders das Live-Plenum, das Konsensüben, die große individuelle Freiheit bei gleichzeitig großer Verantwortung finde ich sehr wertvoll für unsere demokratische Weiterentwicklung. Ja, und das ist wirklich, was ich mitnehmen werde, das war es mir wirklich wert. Und wenn es noch 5 Jahre dauert, wir wachsen und wir werden stärker.